Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Finanzministerin, also auf dieser Platz, der Moin auf Zuhören aus dem Politmonitor ergangen, für eine momentane Situation an den Kader zu setzen. Lebt mir also als Sicht, das selbe zu machen. Weil wir lesen sie, wissen auch nicht oder vielleicht auch andere Zuhören raus. 37% von den Leuten schätzen hier finanzielle Situation heute mehr schlecht an wie in der Armee. Denn das ist mehr wie alle Dritte. 8%, also bald alle Zehnten, so ist es gut, dass die Situation sich deutlich verschlechtert hat an den letzten 6 Monaten. Mir wird beeindruckt, dass 59% finanziell Ängste haben. Und noch heute aus dem Tor an den letzten 6 Monaten geklommen. Ich meine, das sind Zuhören, die meisten zu her zuhören, wenn wir über die Situation hier im Land schwätzen. Das sind Zuhören, die dieses Budget als ein Kader setzen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist also schon die 5. Budgetsrede, die wir Piraten hier in der Chambre halten dürfen. Auch das Jahr also nicht als allererst dem Reporter Merci für seinen ausführlichen Rapport, das sicherlich immens viel Arbeit und allein schon die schier Unzahl und Interviewen, die er hat, für den Rapport zu präsentieren, weist, dass er sich das nicht einfach gemacht hat. Es sind aber nur 5 Jahre, an denen wir Piraten viel Wissen gewonnen haben, 5 Jahre, an denen das Budget viel gewusst ist. 2018 waren wir bei 17 Milliarden Staatsbudget. Für 2023 sind 26 Milliarden vorgesehen. Das sind bald 50% Croissance auf 5 Jahre. Wie ist das Vergrößerung vom Staat in den Regierungen Bettel 1, dann 2, den Leuten da draußen also zugutekommen? Also die Leute wirklich gut ergangen, wie dem Staat gut gegangen ist. Verschiedene Leute also es gut gegangen, ja. Mit vielen Leuten stoßen alle Mond immer mehr an ihre Grenzen. Und Scheuer, das arme Reich geht immer mehr weit auseinander. Es kann in Haut schwer fiable Prognose für das Jahr 2023 machen. Weil, wie werdet ihr nun wirklich um unsere Schomarsch, unsere PIB, die Inflation, ja, auch als Energieversorgung stehen? Es gilt vorsichtig zu sein, gleichzeitig die steigende Armut zu Lützburg zu bekämpfen. Das sollte ein Krisenbudget sein, mit dem Ausspruch Götten nicht gerecht. Wir machen heute einfach keine zibliert Politik. Zum Beispiel durch den nicht ziblierten Gaspreisdeckel, von dem in einer Villa genauso profitiert wie in einem Kaffeezimmer. So ist es mit anderen Mesuren, ob die Gelo heute in den nächsten 20 Minuten wird zu schwätzen kommen. Weil es gibt höchste Zeit für eine mehr ziblierte Politik. Auch wir Piraten wiederholen schon 2018, dass in der Zeit sollte, wie es dem Land gut ging, ein Apfel für den Dusch auf Zeit lehnen. Das ist aber nicht geschieht. Dafür hat sich seit 2017 als das nominal verdoppelt. Ich erinnere an das Staatsbudget, hat sich schon 50% erhöht, das hat sich nominal verdoppelt. Pro Kopf Verschuldung, als wenn man sie inflationsbereinigt geguckt, an den letzten 5 Jahren dann im länger 40%, ob rund 25.200 Euro pro Person geklommen. Durch die Covid und Loch nach der Energiekrise kann es relativ Verschuldung zum PIB, die ja so immer so gerne genannt wird, auch nach ganz sehr Klammern, allein durch den Fakt, dass der PIB vielleicht nicht so sehr wisst, wie in sich das gehofft hat. Und da tun wir immer gemeint, wenn wir von einem Schuldentor geschwärt tun. Der relative Schuldentor ist nicht den, den ich absolut gucken muss, weil den als immens aufhängig davon, wie es der Gesamtökonomie geht, per contra, das absolut zu erlernen, schwätzen, auch eine Geschichte für sich. Wir sind noch nicht aufverstanden mit den Prioritäten, die die Regierung mal plurianuell setzt. Das Budget für Space-Projekte soll in den nächsten 4 Jahren um 88% klammern. Das Budget für Zante nehmen um 30%. Dabei müsst ihr aber jeder Rang im spätestens Zante Covid-19 klar sehen, dass wir ganz viel abzuhalten haben. Gerade an unserem Gesundheitsbereich. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
So wie ich die Zahlen präsentiere, möchte die Regierung natürlich nicht. Die Regierung schwätzt zum Beispiel nicht davon, dass Gelder, die alle Jahre sollten an staatlich Fonds, wie zum Beispiel die Klimafonds gehen, nur ein paar Bayern alle Jahre überwiesen gehen. Was viele Leute nämlich nicht wissen, die Suche leihen nicht auf einem Konto. Aber sie sind eine implizite Schuld, die der Staat vis-à-vis von den Fonds hat. Wenn ein Suche wirklich will mobilisieren, für zum Beispiel den Bau von Solaranlagen am Klimafonds zu fördern, müssen sie das Suche dann einfach aus den Liquiditäten fangen. Oder, wenn sie nicht da sind, leihen gehen. Mit diesem Budgetgesetz geht die Regierung sich dann auch, wenn wir beim Leihen sind, ein zusätzliches Marschmanövre von 6 Milliarden zusätzlicher Schuld bis 2024. Wir Piraten sind der Meinung, dass die Regierung heute so bei der Chambre freuen, wann es so weit ist. Wir stellen heute nicht gerne Blankoschecken aus. Wir Piraten glauben noch nicht an die 5,3 Milliarden TVA-Resette für 2023. Es steht eine Rezession für und der Konsum wird möglicherweise raufgehen. Wir wissen noch nicht, wie viel, auf wie lang. Wir fanden nicht fahrlässig, mit einem Plus und Resetten zu rechnen, als hätten wir keine Rezession en vue. Wir hätten uns eigentlich vorsichtig Approche gewünscht. Dieses Budget bietet noch keine Erklärungen, ob kurz- oder langfristig Sorgen, die wir als verantwortlich sollten gehen. Eng von der Ass abläuft der Pensionsfonds an Käse von der Krankenversicherung. Das HNS ging zu hinaus. Gerade wie auch der Pensionskäse. Ich weiß, dass das hier Bannen kein ganz populäres Thema ist. Und auch nicht jederin hier Bannen persönlich noch betreffen wird. Aber gerade ist ein großer, jüngerer Teil von unserer Gesellschaft als von der heutigen Problematik betroffen. Aber wir fanden es nicht fair, dass wir Probleme auf die Jung verlagern. Ich hoffe, dass die nächste Regierung heute mehr Courage wird weisen und sich dem Lösen ausbluten von unseren Käsen unhält. Kurzfristig möchte als Piraten die mögliche dritte Index-Tranche am Hirschwander nächstes Jahr natürlich auch suchen. Laut Stata kann es gut sein, dass der Staat einen Index für Betriebe bis zu 4 Monate lang überholen muss. So hat die Regierung festgehalten am Tripartitsakkord. Und das wäre ein enormer Kostenfaktor für die Staatskäse. Der Minister hat heute Morgen noch erklärt, für was sie den nicht budgetisiert hat. Wir sollen nicht nach immer, wir hätten uns gewünscht, dass Betriebe gezielt geholfen geben können. Nämlich die Betriebe, die Probleme hätten, die Indextranchen zu stemmen, die sollten präzise geholfen kriegen. Aber als Staat sollte heute nicht schon immer der Geist kennen, alle Betriebe im Land an diskriminär helfen. An unseren Zeiten gilt es, die Schwächsten aufzusichern und nicht die Tresorie vom Staat ausblühen zu lassen. Wir Piraten sind nicht d'accord, dass der Staat das zusätzliche Indextranche komplett überhält, auch für Betriebe, die Dividenden auskönnen können. Zum Thema von der Präsentation vom Budget dann noch eine letzte Mark. Nur im Dossier Super Drecksküste muss der Regierung sich mehr wie je klar sein, wenn je ihr Projekt durch ein Loi Spezial hier an der Chambre stimmen muss lassen. Der Gesundheitsminister, da sind wir bei der Santé, hat aber gemeint, er kennt Geld, weil ab nächstem Jahr soll genutzt werden, für die Permanenzen von Doktoren zu bezahlen, einfach so nach am Budgetgesetz mit durchmogeln. Das ist ein Fehler, den ein Minister nicht mit dir geschehen oder auf Herr Superdrecks kriegt. Das ist ein Fehler, den Zeit kostet, Zeit, die am Gesundheitssektor wirklich nicht mit da ist. Wenn ich bedenke, dass die Tettelbrücker Klinik riskiert, 1. März ohne Kardiologen durchzustellen. Wir fordern den Gesundheitsminister Stoffi ab, sehr ein neues Projekt zu deposieren, den Kriterien von der Loi Spezial erfüllt. Hier gilt es nicht, nach weiter Zeit zu verlieren, für so die Kliniken aufzusichern, und für das nicht nach weiter Doktoren ihre Kittel und den Null hängen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben letztes Jahr während der Budgetdebatte eine Motion eingereicht für ihn, Fonds de Calamité anzusetzen. Das ist eine Forderung, die von der Fondation IDEA und auch der Cour des Comptes unterstützt wird. Lützeburg unterstützt ja auch auf internationalem Niveau die Aufstellen von so einem Fonds für andere Länder zu helfen, die unter den Konsequenzen vom Klimawandel leiden. Als Motion demnächst aufgelehnt. Wir hoffen dann, dass die Motion, die wir letzten Monat hier oben neu zugerichtet haben, an zwischenzeitlich dann tatsächlich gepackt wird für bis an eine Kommission weiter, verwiesen zu gehen, dann noch an der Kommission wird behandelt, auch später da kann Ugeholt gehen,
für das man noch auf dem Katastrophenfonds können, ein Jahr mich später anfangen. Zurück dann bei Tripartitmesuren, die einen großen Impact auf unser Budget haben. Ganz viel da als natürlich der Gaspreisdeckel. Sind Sensibilisierungskampagnen für Energie zu Spuren lanciert gehen. Kurz darauf kommt nun den Tripartit-Akkord 2.0 an den allgemeinen Gaspreisdeckel, von dem all Haus, egal wie groß oder klein, profitieren kann. Wir sehen das Gaskernenpolitik nach immer nicht an. Wir sehen sie als Fehler, weil an unseren Ehren sie nicht sozial selektiv ist. Es hilft nicht dem Schwächsten an diesen unsicheren Zeiten, und animiert doch nicht zum Spuren, weil das noch immer dringend nötig ist, weil der richtige Wander ein Lohrecht aufhängt. Hier muss die Regierung unserer Meinung nach also einer Weh erfahren, für die Leute ein Lohnacht zum Spuren zu motivieren. Die Regierung wird mit dem Gaspreisdeckel, wie er aktuell steht, Gelder verbrannt, die ihn hätte können nutzen, für an diesen Krisenzeiten die Schwächsten aufzusichern. Da schwätzen wir dann noch von 77 Millionen für einen Tankrabatt, gegen den wir Piraten von Anfang an waren. Wir hatten uns auch gesagt, für Klimabonus und CO2-Verbrauch, respektive ein Energiegeld, bis zu einem gewissen Abkommen. Mit Regierung hat fossile Energie subventioniert. Die Regierung hat auch selber den Moment verpasst, jetzt staatliche Gebäude mit klimafreundlich zu machen. Am Budget vom Educationsministerium sie für nächstes Jahr 37,4 Millionen für Hützes an Wasser vorgesehen. 2022 waren wir noch bei 7,7 Millionen. Das ist ein Plus von rund 480%, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit 2016 sind 2250 Wohnunitäten vom Fonds du Logement an der SNHBM gebaut gegangen. Davon sind 52,9% mit Gasheizungen equipiert gegangen. Zurzeit gehen rund 290 Gebäude mit Masut gehützt. Das sind noch weiter 16% von den Gebäuden vom Staat. Der Staat hat es heute also klar verpasst, eine Vierreiterrolle anzuholen. An den Preis, den bezahlen wir alle. Weil dadurch, dass wir Millionen und Zusatzkosten, wenn es Gas am Masut tun, können das Gelder nicht auf andere Plätze angesetzt gehen. Das Zusatzgeld, das den Lob am Hützen von unseren administrativen Gebäuden nutzt, hätte gut können, auch weiterhelfen für die Leute und Betriebe, für das auch sie sich können auf mehr erneuerbare Energien umstellen, investieren. Und da sind wir dann noch bei meinem nächsten Punkt. Am Budget ist keine Spur vom Premier seiner Annonce während dem Etat de la Nation. Der Budgetsrapport hat dieses Projekt auch in Dünsten abgegriffen, dass der Staat geht aufhängen, um die Wirtschaft und Leute mehr PV-Anlagen zu bauen. Wir Piraten begrüßen die Idee voller Gans, hatten wir sie doch schon 2020 präsentiert. Wir auch wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahmen viel Suche kosten. Das ist aber keine Spur davon. Am Budget 2023 und auch nicht am Pluriannuell bis 2026. Waren das also nicht mehr eitel Wieder auf Versprechen, die durch viel Wiederholung beim Wohler sollen gehen? Weil was kostet der Regierung ihren PV-Plan? Bis wen sollen kommen? Naja, liebe Kolleginnen und Kollegen, all das sind Fragen, die nicht nur mehr als Opposition erstellen, sondern die auch zum Beispiel von einer Chambre de Commerce abgeworfen gehen. Ich gehe mir von der Finanzministerin oder dem Premier dazu Abklärung wünschen. Weil 2023 kann der Plan ja schon mal nicht mehr anlaufen, weil einfach kein Budgetposten vorgesehen ist. Also es nur die Wahlen oder vielleicht auch Kalant Greg. Wie gesagt, wir sind hier so einen Ausbau für Solaranlagen. Wir müssen aber auch klar als Regierung sagen, wer den sich vorstellt, und nicht am Etat de la Nation einfach Ideen an den Raum gehen und hoffen, dass kein den Text dann noch ein paar Bayern sieht. Womit wir Piraten nicht auferstanden sind, am Budget ist dann auch, dass Biobetreibstoffe von der CO2-Steuer sollen ausgeholt gehen. Und das Geld für Pellets helfen sollen aus dem Klimafonds kommen. Die Herstellung von Bioethanol ist mehr wie kontestiert, weil für die Herstellung Pflanzen wie Raps, Soja oder auch Palmöl eine große Menge braucht. Es dauert laut Antwort vom Energieminister Bank von unseren Kopien noch bis 2030, bis der Anteil von Palmöl auf 0% am Biotreibstoff aufgesetzt wird. Das war übrigens parlamentarisch Spruch 35-93, falls ihn das will nur lesen. Wir fanden, dass es aus 2023 also definitiv nicht den Zeitpunkt, auch nach Treibstoffen mit Palmöl von der CO2-Steuer
auszuhalten. Das ist Greenwashing und noch ein bisschen hypokritisch, wenn die Regierung auf der einen Seite sich zu Recht gegen eine Taxonomie von Gas und Atom stellt und auf der anderen Seite Biotreibstoffe mit Palmöl subventioniert. Herr Präsident, alles an allem kann ich beim Thema Umwelt und Energie sagen, dass wir zu Lützburg bei weitem nicht genug machen. Wir werden dann noch Zeiten und Grenzen von unserer Subventionspolitik stoßen. Mit Subventionen in den Land kommen wir beim nachhaltigen Bauen oder der Photovoltaik geschwind nicht mehr weiter. Es fehlt mein Dörfer, es fehlt Invest von den Leuten, für die Häuser umzustellen an oder Photovoltaik zu installieren. Dafür muss das Handwerk gestärkt gehen. Dafür müssen Projekte wie den Photovoltaikausbau umgesetzt gehen. Es gilt hier also nicht nur, um das Subventionsschraub zu drehen, für das Klimaziel zu erreichen. Es gilt, die Energietransition als größter Ganz an alle Ministerien auf hier zu treiben. Etwas, was bei diesem Budget klar fehlt, ich erinnere 480% Croissance für Hitzes und Wasser beim Educationsministerium. Von einem Punkt, wo wir Piraten also viel mehr erwartet hätten, dabei ein Thema, das Lützburg im Moment beschäftigt, wie kein anderes. Auch du könntest schon zu aus dem Politmonitor zitieren, der denkt dir, dass das Logement. Beim Thema Logement kann ich sagen, dass die Regierung hier ein paar Mesuren vorstellt, die hier Effekte mehr aber recht an Jahren, respektive Jahrzehnten, gesehen. Respektive, wo wir schon wissen, dass es nicht durchgeht, für die Logementskrise zu stoppen. Wir sehen das weiter Veränderung von Amortissement akzeleriert, zum Beispiel, den Logist nach zweimal am Leben soll greifen, also eine ganz interessante Idee. Aber an unseren Namen müsste Amortissement akzeleriert so genutzt gehen, dass die Gesellschaft am Ganzen etwas davon hat und nicht nur den Individuum. Immerhin kostet das Steuerentlastung der Stadt all Jahr als viel Geld. Für uns muss das nur die dafür greifen, für uns alle für energetische Renovationen zu finanzieren, weil jeder von uns profitiert vom angespürten CO2. Wir hatten hier im Oktober 2 Motionen deposiert. Ein Keier für den Undel und Zinsen zu verdoppeln, die er bei seinem Präfi sein eigenes Zuhause kann aufsetzen. Ein Keier für die lokatäre steuerliche Entlastungen zukommen zu lassen. Beide Motionen gehen aufgelehnt. Wir können nicht riskieren, dass er sein Zuhause verliert, weil er durch die neue Zinsbelastungen sein Prä nicht mehr bezahlen kann. Das wir ein Versuchen von unserer Logementspolitik. Aber wenn wir da schon bei den Entlastungen für als Kontribuablen, also für alle als Bürgerinnen und Bürger sind, dann müssen Sie sich auch gerade vorstellen, ob die Plafonen, die wir überall angeschrieben haben, für Assurancen aufzusetzen, für Pensionspläne aufzusetzen, nicht auch mit der Zeit müssen gehen und zu einem Teil müssen und die Inflation angepasst gehen. Weil die Inflation an Zinslast klimmt, vierun. Auch wenn die Regierung bis jetzt nichts dagegen möchte. Die 14 Millionen, die die Stadt alle Jahre aus Subvention Loyer als Hilfe gibt, gehen nicht durch. Die 20 Millionen aus dem Fonds für Terrain zu kaufen für 2023 gehen nicht durch. Das wären an der Stadt bei einem Preis, den mittlerweile bei 12 Millionen pro Jahr schon heins da geht, wären das noch 40 Jahre. So macht das auch noch Talschen, da sind 80 Jahre. Wir wissen alle gut, was die Zitate sind, die an der PAG vorgesehen sind. Da bauen wir dann ein paar, zwei, drei Dosen Wohnunitäten, wenn es gut geht. Aber wir haben 20 Millionen vorgesehen. Das geht nicht durch. Dadurch kann es ersichtlich, was mit dem ganzen Bauland gemacht wird, was heute schon an der öffentlichen Hand ist. Wie viele Wohnungen gehen an den letzten Jahren fertiggestellt? Antwort noch froh von unserer Seite. Gehen Sie in den Jahren mal denken, das sehen wir später, beantwortet. Ja, das Budget vom Logementsminister, der für den Heuwer, ist an den letzten Jahren geklommen. Mir dauert einfach zu lang. Der Premier hat letztes Jahr im Oktober einen Leerstand an eine Grundsteuer angekündigt. Die alle beiden, das Problem sollten auf den Zahn finden. Es hat 12 Monate gedauert, bis endlich etwas gekommen ist. Es wird aber nach Jahren dauern, bis sie umgesetzt sind. Aber bis sie dann auch tatsächlich greift. Die Regierung und die Chamber fuhren hier also an einem Schleckentempo. Das muss sich ändern, weil diese Wohnmarsche ist für viele Leute hier im Land nicht mehr zu bezahlen. Als Mattbürgerinnen und Mattbürger, die mit uns zusammen hier abgewusst sind, mit uns an die Schule gegangen sind, als sich an den Vereinen an ihrer Wirtschaft abgerutscht tun,
verlosen hier das Land. Sie müssen nicht verlosen, aus finanziellen Gründen. Das ist die Realität. An der Realität muss man ändern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil das Thema, zu dem wir Piratenhäuser im Kader von dieser Budgetdebatte wollen positionieren, also als Bildungs- und Sozialpolitik. An unserer Zeit gilt es, die Schwächsten aufzusichern. Das ist der Slogan, in dem an unserem Land hat ein Budget ausgeschafft gehen. Dieses Budget ist an diesem Aspekt aber viel zu wenig. Wir stimmen der Chambre des Salariés zu, wenn sie sehen, dass dieses Budget kein Sozialziel hat. Aber wenn dann ein paar kleine Mesuren kommen, dann sind das bloß drin auf die Schuss vorne. Ein Beispiel als Personal bei den Office Sociaux, die soll abgestoppt gehen. Das ist aber nicht mehr kurzfristig. Wir Piraten sind aber der Meinung, dass das langfristig ausgebaut wird. Die Politik von dieser Regierung wird schon für die Arme Reich weiter auseinandertreiben. Dafür ist heute schon klar, dass das Sozialämter langfristig besser abgestellt gehen muss und dass noch mehr Leute über die Offen müssen abgeklärt gehen. Idealerweise bräuchten wir sie nicht, mit das geben wir komplett einer Budgetpolitik verlangen. Es sind da noch keine Hölle für die ONG, für die Menschenrechte hier im Land 34 schützen. Wir alle haben einen Humatkritern, Madame Nathalie Oberweis hat für die gesagt, dass am Sommer die Organisation passerell für den Ausstau, weil nicht genug Finanzierung von öffentlicher Seite kommt. Wir Piraten, gerade wie die 30 Leute an Organisationen, die kurz darauf, da wenn sie Brief und Regierungsmembern adressiert haben, fanden das an unserem Budget, an unserem Land, muss Platz für so Organisationen sein. Aber wenn die Platz dann nicht da ist, dann muss die Platz gemacht gehen. Rechtsstaatlichkeit der Menschenrechte braucht auch zu Lützeburg eine starke Verfechter. Auch heute brauchen Leute Support, den der Staat nicht liefern kann oder will. Wo die Stadt aber dafür sorgen kann, als dass die Leute, die das heute schon machen, hier abends können weiterfeiern. Dafür richten wir heute eine Motion an, für Fonds aufzustellen, mit dem die Organisationen, die für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit kämpfen, könnten unterstützt gehen. Ein weiterer Punkt, wo nicht genug in die Schwächsten aus diesem Land durchgehen ist, ist beim Steuerkredit für Alleinerziehende. Wir Piraten hatten eine Motion angeregt, für das ein Automatismus soll ausgeschafft werden beim CIM. Das Motion war im Oktober aufgelehnt. Dabei hat sie just gefordert, dass sie prüfen soll, wie das möglich wäre. Scheinbar war schon zu prüfen, wie das möglich wäre, der Regierung zu viel, weil aus Regierungskreisen würden hören, das wäre ein gewollter Déchet fiscal. Das CIM geht aber in dieser Form nicht durch. Und es sind viel zu viele Leute, die nicht ob der Steuererklärung aufruhen. Ah, also schenkt Ziel von der Regierung zu funktionieren. Nehmen den Umklassieren an Steuerklasse 2 geht wirklich Gerechtigkeit bringen. Wenn wir von Gerechtigkeit schwätzen, dann gehört ein fairer Lohn für uns Piraten dazu. Also Mindestlohn müsste dafür an unseren Ahn steuerlich entlastet gehen. Für das Risiko von den Working Poor so klein wie möglich zu halten. Die Regierung hat an den letzten Moment der Erhöhung von Mindestlohn ja gern als ein Erfolg von ihrer Seite durchgestellt. Das ist aber nicht so. Erstens geht der Mindestlohn, die 3,3%, nicht von der Regierung bezahlt, sondern von den Patronen. Und zweitens war die Erhöhung sowieso gesetzlich vorgesehen. Das ist gut, dass die Regierung sich heilend und Gesetz erhält, die sie selber gestimmt hat, Herr Bauer. Also ganz ehrlich, wir machen regelmäßig Sachen. Was für eine künstliche Abregung ist das da? Ja, ich meine noch, dass Leute froh sind, mit der Regierung müsste ich aber nicht auf die Schelle klappen für etwas, was nicht ihre primäre Verdenkung ist, Herr Bauer. Lies ich mein, das Gesetz richtig. Ja, ich möchte euch vorstellen, wie das Gesetz gelesen. Herr Kersch, ich halte mich gerade. Es gibt keine gesetzliche Obligation. Du wirst gehen mal lohnen. Ja. Und dann heißen wir an der Chambre, nicht am Theater. Ich schwätze dann, ich kriege mit den Leuten, wie wenn wir nicht dahin wären. Herr Präsident, wen hat heute gut? Ja, wisst ihr, wenn das so hart geht, dann. Also es ist normal, dass Leute, die dass Reaktionen kommen. Also kommen wir zum normalen Ton zurück. Ja, Herr Präsident, dann, ich notiere, dass dann werde ich auch durchgreifen, wenn einer schon erbricht. Ah, okay, das ist ein Dezibelgrenz. Könnt ihr mal einen Dezibelgrenz nennen, weil der einen erbracht hat? Okay. Was da? Penibilität bei nicht mit sehr drohen. Was da, Herr Clement? Der hat schon verstanden. Den Ton ist schon wirklich aufgegangen. Weil er nicht wirklich noch beruhigt dabei ist.
Ihr seht, wie ihr Papp für mich, Herr Präsident. Das ist gut, dass er mich nicht adoptiert tut. Herr Präsident, ich will aber Thema Sozialpolitik nicht auf dem negativen Punkt abhalten. Wir Piraten sehen nämlich auch ein paar positive Aspekte. Ein davon ist sicherlich der Congé de Paternité für Indépendants und gleichgeschlechtliche Koppeln, den zwar nicht perfekt ist, aber ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wir haben uns heute gewünscht, dass den Indépendants dieselbe Flexibilität erräumt, wie Nebesterinnen und Nebester alles halten. Mehr das wollen wir anfangen. Gut ist auch, dass mein Budget für 2023 für die Education noch formell vorgesehen ist. Als Bildung muss auch in Krisenzeiten auf stabile Beine stehen. Weil auch hier gilt, die Schwächsten aufzusichern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Wir Piraten hatten uns wie immer mehr vom Budget erhofft. Und wir sind wie letztes Jahr auch enttäuscht über die wenigen Akzente, die Heimat gesagt haben. Die Logements, die Energie- und Klimakrise sind Themen, die als Land und Bevölkerung am meisten beschäftigen. Leider gibt dieses Budget keine Lösungen für diese Krise. Geht weiter mit der Geistkanne über das Land geschaut, obwohl die Regierung selber sieht, dass 2022 und 2023 Krisenjahre wären. Wir hatten uns dafür auf vielen Punkten mehr Sibler-Hilfe gewünscht, mehr Sozialmessuren, die die Schwächsten an unserer Gesellschaft an diesen Zeiten schützen, die auch länger ziehen, Kanner, die Leute, die innert oder unter Armutsgrenze leben und nicht wissen, wie sie mit den hohen Energiepreisen nach so einer Watronne kommen. Das geht mit diesem Budget nicht gemacht. Das hat an uns nennen, aber müssten der Kern von diesem Budget sein. Und noch ein großer Teil von der Mittelschicht, darin noch viele junge Menschen, die durch die Wohnungskrise immer mehr Suchen abbringen müssen, für nach hier im Land leben zu können, kommen nicht gut weg. Wir hätten uns auch eine mehr ehrliche Präsentation gewünscht. Ich sollte für darin, wir leben nicht un. 5,3 Milliarden Resetten aus der TVA für 2023. Und wir leben noch nicht unter den Alternancen, die der Premier heute gemacht hat, wie zum Beispiel die Photovoltaik-Projekte, dann noch nach umgesetzt gehen, weil wir nicht wissen, wo die am Budget rumzufangen sind. Madame Finanzministerin hat gesagt, sie gäbe keine finanzpolitischen Harakiri machen. Du gehst hier recht. Das wäre ein ganz violenter Tod. Das heißt dann als erster eine Lust ausbluten lassen von unseren Staatskäsen. Dafür werden wir Piraten dieses Budget nicht mitstimmen, nicht weil alles schlecht ist, was dran steht, sondern weil wir andere Prioritäten hätten Welt gesehen. Wir hoffen, dass die nächste Regierung mehr Courage weist und mehr Sibler schafft. Und dafür sollen wir euch. Merci. Danke.